Wo ist die Weiße Königin? Hanisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Hanische waren. Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Ich wollte Ihnen nur für Ihre Diskretion und die von Ihnen geleistete Arbeit danken. Der Aufbau des Gewölbes entspricht exakt meinen Vorgaben. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Wo ist die Weiße Königin? Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Ob diese Augen Eldorado sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind einige Wo ist die Weiße Königin? Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Eine Ariki-Statue. Von den Cookinseln? 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Entfalten sich. Eine Stammesmaske aus Afrika, aus Gold. Die Todesmaske von Agamemnon, gefunden in Mykene. Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Ich muss die Ritter mit Schild in Position bringen. Ich muss die Ritter mit Schild in Position bringen. Ich muss die Ritter mit Schild in Position bringen.
Ritterschild reflektiert den Lichtstrahl. Da ist sie, die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Mit dem Globus kann ich die Leiter einziehen. 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 Jetzt kann ich sie befreien. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Arbeitet. Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen? Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Lass mich nicht.
Guten Morgen. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Was es auch ist, wir schaffen's schon. Hey, schlimm.